Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Änderung der Gewinnthesaurierung ist in aller Munde. Die Landesregierung soll eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen. Darüber ist jetzt hier schon gesprochen worden, so wie bei dem anderen Antrag. Worum es geht, ist hier auch ausführlich beschrieben worden von allen Rednern. Das spare ich mir jetzt. Es geht darum, dass der Einkommensteuersatz auf solche Gewinnanteile ermäßigt ist und dies auch weiterhin sein soll. Ja, sogar darum, dass dieser bereits ermäßigte Einkommensteuersatz weiter reduziert wird. Damit dem Staat allerdings keine Einnahmeverluste durch diese Reduzierung entstehen, schlagen Sie vor als Fraktion, dass gleichzeitig eine angemessene Erhöhung der Einkommensteuer auf den hier nachzuversteuernden Gewinn erfolgen soll. Meine Damen und Herren, diesem Antrag wollen wir nicht so ohne weiteres zustimmen. Es ist aus dem Antrag und, wie wir jetzt auch hörten, aus der Debatte nicht wirklich ersichtlich für uns, welchen konkreten Nutzen es beispielsweise für die Unternehmenslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern hätte, wenn man diese entsprechenden Änderungen vornimmt. Auch lässt der Antrag offen, inwieweit der Einkommensteuersatz genau gesenkt werden soll, beziehungsweise wie bei einer späteren Gewinnentnahme der Steuersatz zur Nachversteuerung aussehen soll. Also wir versperren uns der Thematik nicht. Wir plädieren auch für eine Überweisung in den Finanz- und Wirtschaftsausschuss. Und dort ist es, glaube ich, ratsam, sich dann auch dem einer Sachverständigenanhörung sich schlau zu machen und das dann intensiv miteinander zu beraten. Und dabei sollten wir das dann auch belassen. Vielen Dank.